Happy. Schönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus Deutschland zu unserem großen Tag. Für uns geht's heute nämlich wieder los. Auf unserem Plan stehen über 950 Kilometer Richtung Süden. Hier wird es nämlich langsam kalt und das Wetter im Süden schaut richtig gut aus. Ja, wir laufen jetzt noch die Runde mit dem Hund spazieren. Danach müssen noch die Wasserkanister aufgefüllt werden und dann geht's schon los. Hi Peppi! So, 8,5 Stunden Fahrt werden hier angezeigt. Mal schauen, wie lange wir wirklich brauchen. Ja, und es ist jetzt auch schon 8:30 Uhr. Eigentlich wollten wir um 4 Uhr aufstehen und losfahren. Das hat nicht so gut geklappt. Was sagst du dazu, Jess? Bisschen müde gewesen. Du, Peppa? Auch müde gewesen. Ich bin auch müde gewesen. Hat auf jeden Fall nicht geklappt. Deswegen fahren wir jetzt los. Ist aber wunderschön. Die Sonne geht hier gerade auf und schaut richtig schön aus. Ja. Mal schauen, ob wir irgendwas Schönes auf dem Weg entdecken. Ansonsten melden wir uns, wenn wir angekommen sind. So, wir sind jetzt schon knappe 400 Kilometer gefahren. Hier wird jetzt noch mal ganz schnell aufgetankt. Wir fahren nämlich gleich in Belgien rein und dann nach Frankreich. Und da sind die Spritpreise viel höher. Deswegen machen wir jetzt noch mal einen Tank voll und dann geht's weiter. Ist dir gerade was rausgefallen? Ja, 10 Cent. Soll ich die aufheben? Ja, nach 900 Kilometern sind wir endlich angekommen, Freunde, und das Wetter ist wie versprochen perfekt, richtig gut hier. Ne, Quatsch, es schüttet aus wie aus Eimern, deswegen sind wir jetzt hier drin, haben uns gerade hier so ein Baguette geholt in Frankreich. Wie könnte es anders sein? Was hat das gekostet, Jess? 1,15 €. War gar nicht so teuer, 1,15 €, ja. Wir essen jetzt was und ich denke, dann wird es auch schon dunkel und ja. Wir waren auch schon am Strand, da sind richtig, richtig schöne Küsten. Ich hoffe, das kann ich euch alles morgen zeigen, wenn das Wetter besser ist. Ja, dann sehen wir uns morgen. Oh, wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir haben echt ganze 12 Stunden geschlafen. Wahnsinn, jetzt bin ich richtig ausgeschlafen und mir geht's gut. Jetzt gehe ich erstmal mit Peppe hier ein bisschen spazieren. Ja, das Wetter ist leider immer noch nicht so gut, das nieselt auch ganz leicht. Aber ich will euch unbedingt die Küste zeigen, die ist nämlich wunderschön. Komm! Komm her! Ja, Freunde, wir spazieren hier die Küste entlang und schaut euch einfach mal an, wie wunderschön das hier ist. Mit diesen riesen Kreidefelsen an der Seite. Schaut schon echt spektakulär aus. Und hier liegen überall auch solche weiße Steine, Kreidesteine von den Felsen rum. Und wenn man die anfasst, ist man hier komplett weiß. Ist also echt wie Kreide. Und du, Maxi, schmecken die dir? Die darfst du lieber nicht ablecken. Thank you.